Moin! Jo, heute mal wieder ein Für-Umme-Video. Vor einiger Zeit hatte ich vom Josiah-Shop ja das neue 9010 bekommen und hatte bei der Vorstellung gesagt, dass ich das Messer im Laufe des Jahres 2017 wieder unter die Leute bringe. Das hatte ich auch vor. Leider ist jetzt was dazwischen gekommen. Ich hatte über Silvester Besuch von Freunden und einer davon, der mag Taschenmesser auch ziemlich gern, und das Schöne ist, der benutzt die auch. Der hatte zum Beispiel sein altes Sanremo 710 B4 mit dabei. Das hatte ich dem vor, lasst mich nicht lügen, ich kann mich nicht genau erinnern, waren es 6 Jahre, waren es 7 Jahre, vor sehr langer Zeit habe ich denen das geschenkt, und das sieht jetzt so richtig schön benutzt aus und er hat es noch dabei. Das freut mich halt immer, wenn man so Messer, die man verschenkt hat, bei Leuten wieder sieht nach vielen Jahren und sieht, dass die wirklich benutzt werden. Und als wir uns halt so ein bisschen über Messer unterhalten haben, sagte er dann noch, dass er auf der Suche nach einem neuen Modell ist, so ähnlich wie das, aber ein bisschen größer. Naja, und dann war für mich ganz klar, dass ich dem Joachim dann das 9010 geschenkt habe. Jetzt ist es natürlich weg, da möchte ich mich dann bei euch entschuldigen. War so nicht geplant, ist aber jetzt so passiert, und ich würde es wieder machen. Wie gesagt, freue mich eigentlich immer, wenn ich Kumpels damit was Gutes tun kann. Aber ganz klar, dann sorge ich natürlich für Ersatz. Das versteht sich von selbst. Und sozusagen als Wiedergutmachung, als Entschuldigung, haue ich dann bei diesem Für-Umme-Video jetzt 2 Messer raus anstatt einem. Wir haben da einmal den Kubi-Flipper. Hatte ich vorgestellt. Link zum Video packe ich euch in die Videobeschreibung. Ja, cooles Teil für den Preis. Das schmeiße ich also mit ins Rennen. Das kann man bekommen. Und hier von Mr. Blade, das Otawa. Sehr, sehr cooler Tanto-Stachel. Sehr gute Verarbeitung. Mit dem Teil hat Mr. Blade was richtig Feines auf den Markt geschmissen. Bekommt eine absolute Empfehlung von mir. Jo, und wer jetzt Interesse an den Teilen hat, beziehungsweise die werden nicht beide auf einmal rausgehauen, sondern 2 Preise. Der tackert das einfach in die Kommis. Wenn einer sagt, er findet das Kubi, den Kubi-Flipper cooler, dann bekundet er sein Interesse für dieses Modell. Und wenn einer sagt, dass Mr. Blade Otawa findet er cooler, dann schreibt er einfach rein, dass er das möchte. Sollte einer beide Messer reinschreiben und gezogen werden, dann werde ich das einfach aussuchen, welches er bekommt. Ja, und es wird halt diesmal dann 2 Gewinner geben. Ich denke, damit sollte das hoffentlich aus der Welt geschafft sein. Wie gesagt, tut mir leid, dass das 9010 jetzt schon vom Markt ist. Wird aber von jemandem benutzt. Von daher denke ich, ist alles gut. Und mit den 2 Messern kommen 2 andere coole Klapper unter die Leute, für die Community. Und ich hoffe, das geht klar für euch. Guti, das war's dann auch wieder von mir. Jo, alles klar. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.